Oh ja. Tadellos, kann man nichts gegen sagen. Ja, die machen es auch richtig. Ne? Die beiden auch. Sie sehen schon das Thema Social Distancing. Nicht? Social Distancing. Also sie können ruhig von Hochhäusern springen. Die machen es falsch. Sehen Sie das? Ne? Zu gefährlich. Zu dicht aneinander. Dabei kann man sich anstecken mit dem Coronavirus. Also, das ist, naja, die haben jetzt ihn angefasst an den Beinen. Wenn sie sich die Hände gewaschen haben, ist das okay. Hier, das geht gar nicht, ne? Das ist, ach du liebe Güte, Hand geben und so, wir sind alle infiziert. So, sie sind in der Vorlesung Computergrafik und wir machen heute Strahl und Kugel Teil 2, nicht? Social Distancing, bisschen Abstand halten, dem Virus Einhalt geben. Machen Sie weiterhin Ihre Hobbys, Base Jumping, ja, springen Sie runter von Hochhäusern oder was Ihnen so einfällt, alles okay, aber bitte einzeln, ne? So. Ich mache mal so, ich gehe mal die Folien durch und erzähle so ein bisschen was dazu und ich hoffe dann mal, dass das verständlich ist. Ist ein bisschen ungewöhnlich, ich kann ja jetzt nicht rumlaufen und Kreide und Tafel rausholen und ich kann auch nur, glaube ich, mit der Maus hier so ein bisschen was rumzeigen. Ich kann aber nichts, doch ich könnte auch was malen zur Not. Na, schauen wir mal. Also, Strahl und Kugel Teil 2. Es geht ums Shading. Ne? Wo waren wir? Ne, mal kurze Wiederholung. So. Genau. Wir können relativ leicht ausrechnen mit dieser Formel, zu welchem T eigentlich der Punkt auf dem Strahl der Kugel am nächsten ist. So, wenn wir dieses T haben, dann können wir das in die Strahlengleichung einsetzen und dann wissen wir, wo das im kartesischen Raum ist. Das haben Sie schon hingekriegt. Ne? Und wenn das dann nah genug am Kugel Mittelpunkt ist, genau genommen nach dieser Formel, also wenn das Quadrat dieses Abstands kleiner ist als R-Quadrat, dann ist dieser Punkt innerhalb der Kugel und dann haben sie einen Treffer. Dann machen sie es pixelweiß. So, damit können sie den Raum nach Kugeln abtasten. Und zwar kriegen sie dann Kreisumrisse zu sehen, also Kreisscheiben im Grunde. Eigentlich eine teure Methode, um sich einen Kreis zu erzeugen. Ich gucke gerade mal, ob das Audiosignal hier stimmt. Ja, ich glaube ja. Vielleicht muss ich ein bisschen nachpegeln hier. Ist ein bisschen schwierig für mich, das hier zu sehen. Okay. So, da haben wir die Kreisumrisse. Und so sieht das Bild jetzt aus. Und wenn Sie shaden, dann soll das so aussehen. Also hier kommt jetzt ein Licht von links. In Cinema 4D wäre das die unendliche Lichtquelle. Ein lauter parallele Lichtvektoren, die aus einer Richtung kommen. Das ist erstmal am einfachsten zu implementieren. Damit würde ich empfehlen, zu starten. So, ne? Kein Shading. Unten Shading. Und da sehen wir schon, Shading macht das schön plastisch und glaubwürdig. Ne? So, jetzt müssen wir also ein bisschen genauer werden und den genauen Einschlagspunkt des Strahls berechnen. Das ist relativ einfach. Ne? Gucken Sie mal, da ist ja noch dieser rechte Winkel. Jetzt ziehe ich mal vom Kugelmittelpunkt zum Einschlagspunkt eine Linie und da sehen Sie plötzlich, huch, das ist ja ein ganz normales rechtwinkliges Dreieck. Ne? Bei so einem rechtwinkligen Dreieck, da gilt der Satz des Pythagoras. Die Hypotenuse zum Quadrat ist das gleiche wie die beiden Katheten zum Quadrat und aufaddieren. Ne? Kann man auch ganz gut sehen. Also diese Fläche hier, ne, ist genauso groß wie diese Fläche plus diese Fläche. Das ist der Satz des Pythagoras. So, jetzt fragt man sich bei sowas, ja, kennen wir denn die Längen? Ne? Kennen wir denn? Gesucht ist ja die Länge von Kathete B. Die kennen wir schon mal nicht. Das ist praktisch ein Korrekturschritt, ein Delta-T-Schritt, um
P von T nochmal zu korrigieren, damit wir dahin kommen, oder nach links zu korrigieren, damit wir dahin kommen. Ne? Eigentlich ist der linke Punkt der interessantere. Ja, und da stellen wir fest, Mensch, klar, ne? Das kennen wir. Das hier ist einfach nur der Kugelradius, der ist schon gegeben. Das ist P minus C, das haben wir ausgerechnet im Raytracer. Damit ist eigentlich die Sache klar, können wir Delta T ausrechnen. Ne? So, ne, das ist die Formel. Mal ist eingesetzt, umgestellt nach Delta T und dann kommt da raus Kugelradius zum Quadrat minus das Betragsquadrat von diesem Differenzvektor P minus C. Also, ne, dass auch die beiden abziehen voneinander, daraus die Wurzel, schwupp, haben sie Delta T. So. Jetzt können sie T plus Delta T einsetzen in die Strahlengleichung, dann landen sie hier rechts, wo der Strahl rauskäme aus der Kugel, wenn er nicht gebrochen werden würde. Nicht? Oder sie setzen T minus Delta T ein, dann sind sie genau da, wo der Strahl eingeschlagen ist bei der Kugel, also wo er genau die Kugeloberfläche durchdringt. So, das wollen wir haben. Hm. So, dann brauchen wir noch einen normalen Vektor auf der Oberfläche. Mhm. Ja, wie kriegen wir den denn raus? Hm. Naja, wenn wir mit Hilfe der Strahlengleichung diesen Punkt hier haben, P1, dann können wir doch einen Differenzvektor bilden zu C. Nicht? Können wir sagen, P1 minus C, das ist ein Vektor, der von C nach P1 zeigt. Ne? P1 minus C. So, und wenn wir den normieren und hier praktisch hinmalen, da, dann haben wir einen normalen Vektor. So einfach ist das. Ne? So. So, dann können wir die Oberflächen auch shaden. Dazu müssen wir eine Lichtquelle haben. Jetzt komme ich zu der Frage von Frau Borgerding, glaube ich. Frau Borgerding hat mir eine E-Mail geschickt, ja, wie soll ich das mit dem Licht machen und wie kriege ich denn da Shading hin? Das ist mir nicht klar. Ne? Und der Witz ist einfach so, wir denken uns eine Lichtquelle einfach nur aus. Wir sagen einfach, da muss ja nur da, wo der Strahl eingeschlagen hat, ein Lichtvektor gelten. Und das ist das angenommene Licht. Und da wir ein paralleles, aus dem unendlich kommendes Licht erstmal uns vorstellen, wo alle Vektoren gleich und parallel sind, ja, ist das einfach immer der gleiche Lichtvektor, den wir uns einfach ausdenken. Also, ja, wir denken uns einen Lichtvektor aus. So, jetzt steht da irgendwie so ein Lichtvektor überall rum, sozusagen. Das ist die Modellvorstellung, dass da Licht überall einprasselt. Ne? Und jetzt wollen wir wissen, wie hell wird denn dieses Stückchen Oberfläche da im Raum, das zu diesem Pixel gehört, das wir da auf dem Bildschirm hier anzeigen, nicht? Wie hell wird denn dieses Stückchen Oberfläche nun, wenn es von Licht bestrahlt wird? So, jetzt stellen wir uns mal vor, das sei hier der Auftreffpunkt P von T, dieser Knubbelchen da, da trifft der Sehstrahl auf. Ne? Dann haben wir hier unseren normalen Vektor, der rechtwinklig auf der Oberfläche steht. Und dann haben wir hier so einen gedachten Lichtvektor. So ein gedachter Lichtvektor. Ich habe den jetzt so gemalt, dass der sozusagen auf diese Oberfläche prallt, weil das intuitiv ist. In der Computergrafik macht man das nicht so. Da dreht man den eigentlich um. So. Also, da würde man den hier starten lassen und nach links zeigen lassen. So. Und jetzt kommt das Lambertsche Gesetz. Ne? Lambert sagt, die Helligkeit am Auftreffpunkt des Sehstrahls ist einfach nur der Kosinus des Winkels zwischen diesem Lichtvektor, den wir uns da denken, dieses Licht, gedachtes Licht sozusagen, ja, und der Flächennormale. Kosinus des Winkels zwischen Lichtvektor und Flächennormale. Mhm. So. Proportional zum Kosinus eines Winkels. Das haben wir doch schon mal gehört bei Vektoren, ne? Da gibt es doch den sogenannten Vektor-Kosinus. Ne? Das ist einfach das gleiche wie das Skalarprodukt. Also im Grunde sagt Lambert, die Helligkeit bei einer diffusen Oberfläche, das sind die Oberflächen, wo also Licht kugelförmig in alle Richtungen gleich abgestrahlt wird. Ne? Das ist eine völlig diffuse Reflexion, sagt man auch dazu. Bei solchen Oberflächen,
also raue Oberflächen, müssen wir einfach nur den normalen Vektor nehmen von der Oberfläche und ein Skalarprodukt mit dem Lichtvektor bilden. Fertig. Das ist die Helligkeit. So. Der Lambert ist 1728 geboren. 1777 war er schon tot und später hat man dann dieses Bild von ihm angefertigt. 1829. Das ist eine Lithografie von ihm. War ein ganz interessanter Vogel. Er hat sich mit allen möglichen Sachen beschäftigt. Hatte wohl Zeit, ne? So, nochmal zur Erinnerung. Skalarprodukt. Sie wissen, ich bin ein, ein großer Fan des Skalarprodukts. Kann man für alles Mögliche gebrauchen. In Programmieren 1 für Kollisionserkennung und in Programmieren 2 auch in 3D für Kollisionserkennung. Und jetzt können wir es schon wieder gebrauchen für die Helligkeitsberechnung von Licht. So, wie geht das noch, ne? Ach so, eine zweite Geschichte, dieser Seestrahl. Also ich habe den jetzt gesagt, den müssen wir umdrehen. Das hat auch damit zu tun mit dem Skalarprodukt. Dieser gedachte Lichtvektor, den gibt man typischerweise in der Computergrafik genau andersrum an. Den dreht man immer um. Die Lichtvektoren zeigen zur Lichtquelle hin, ne? Und je heller das Licht sein soll, je länger ist dieser Vektor. Also ein langer Vektor bedeutet helles Licht, ein kurzer Vektor bedeutet dunkles Licht. Und dann sieht man schon, hier zwischen dem normalen Vektor der Fläche und diesem Lichtvektor, da ist ein Winkel. Und da der Cosinus dieses Winkels, das soll mal proportional sein zur Helligkeit. Nicht? Genau genommen wollen wir sogar auch noch eine Proportionalität haben zu der Länge dieses Vektors. Und alles das liefert uns ja das Skalarprodukt. Hm? Lange Rede, kurzer Sinn, das Skalarprodukt ist das Lambert-Shading. Nochmal so zur Plausibilität, wenn das Licht also hier von flach kommt, zeigt also hier flach zum Licht hin, nicht? Dann haben wir hier fast einen 90-Grad-Winkel. Ne? Cosinus von 90 Grad ist fast null, ist dunkel, ne? Dann ist kein Licht. So, hier wird es dann heller, wenn das Licht fast von oben kommt, dann haben wir hier fast 0 Grad. Ne? Cosinus von 0 Grad ist fast 1. Ne? Dann ist praktisch das Licht so hell, wie dieser Vektor hier lang ist. Ja, ich denke mal, das wär's. Ne? Jetzt ist es vielleicht nicht ganz plausibel für jeden, dass man sagt, Mensch, wieso ist es denn genau jetzt diese Formel? Es könnte doch auch eine ähnliche, andere Formel sein. Dazu mache ich nochmal was später. Ich zeige Ihnen nochmal anschaulich, verständlicher oder geometrisch nachvollziehbar, warum es jetzt ausgerechnet der Cosinus dieses Winkels sein soll, der die Helligkeit bestimmt. Das ist so, das kann man nicht mit Strahlen sich so klar machen. Wenn wir das uns verstehen wollen und es besser verstehen wollen, dann müssen wir tatsächlich in Raumvolumina denken. Und für die Implementierung ist das jetzt im Moment nicht wichtig. Deswegen würde ich sagen, Sie wissen jetzt, Skalarprodukt mit dem Lichtvektor ist das Lambert-Shading. Zack, und dann werden Sie sehen, wie durch ein Wunder das shaded, ne? Bedenken Sie noch, dass das Skalarprodukt ja auch eine negative Seite hat, ne? Also wenn die Vektoren nicht in die gleiche Richtung gucken, wenn das Licht zum Beispiel von der Rückseite kommt, ne, und der normalen Vektor der Fläche eine andere Richtung hat, eine ganz andere entgegenguckt, ne, entgegenguckt zum Licht, dann ist das Skalarprodukt negativ und negative Lichtwerte können Sie eigentlich nicht gebrauchen. Dann müssten Sie beim Programmieren sich mal was überlegen, was machen Sie eigentlich, wenn das Skalarprodukt da negativ wird. Aber das sehen Sie dann schon, da kommen Sie dann auch drauf. Ich hätte jetzt fast gesagt, das machen wir dann im Praktikum. Das machen wir aber nicht im Praktikum, weil wir ja Social Distancing haben. Das heißt, schicken Sie mir die Codes, ich gucke mir das mal an, wie weit Sie da kommen und dann werde ich basierend auf Ihren Einsendungen vielleicht noch mal ein bisschen was nachlegen. Ja? Ich mache es extra ein bisschen kürzer, die Online-Sachen kann man, glaube ich, man kann denen, glaube ich, nicht so lange folgen, wenn das so elendlange Vorträge sind. Und wir haben ja auch nicht die Möglichkeit, hier zu diskutieren. Ja, legen Sie mal los, implementieren Sie mal Shading, schicken Sie mir Post, schicken Sie mir ein bisschen mehr Post, als Sie es normalerweise tun, dann haben wir auf diese Weise so ein bisschen Kommunikation. Ne?
Alles klar, ich melde mich wieder und warte auf Ihre Einsendung. Das war Computergrafik in Zeiten des Coronavirus.